Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren Biskuit, den man für Torten benutzen kann. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den Biskuit verwende ich 175 Gramm Mehl, 60 Gramm Speisestärke, 150 Gramm Zucker, 5 Eier, 60 Milliliter heißes Wasser, ein Vanillezucker und ein halbes Päckchen Backpulver. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. Ich mache den Biskuit ohne die Eier zu trennen. Deswegen kommen alle Eier in die Rührschüssel. Mit dem Wasser zusammen fange ich sie an zu rühren. Wenn die Eier ein bisschen schaumig geworden sind, dann werde ich den Zucker dazu tun. So, ich habe die Eier mit dem Zucker jetzt 5 Minuten schnacken lassen und ihr seht, wie schön das luftig und fluffig geworden ist. Jetzt werde ich das Mehl mit der Speisestärke und dem Backpulver unter die Eiermasse heben, einfach mit dem Spatel. Jetzt wird nicht mehr gemixt und dann ist auch schon alles fertig für den Backofen. Ich mehle jetzt die Speisestärke, das Mehl und das Backpulver. Siebe ich jetzt hier in die Eiermasse. Und während ich es siebe, rühre ich schon immer so ein bisschen um, also von unten nach oben, immer so einarbeiten. So, der Biskuitteig ist jetzt fertig und kann in eine Springform gefüllt werden. Ich benutze eine 28er Springform. Ich habe den Boden mit Backpapier ausgelegt und sonst weiter habe ich nichts gemacht. Also auf keinen Fall fetten oder so. Und jetzt kann der Teig auch schon in die Springform. Der Biskuit ist jetzt fertig und kann in den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da kommt jetzt der Biskuit rein und wird ungefähr 50 Minuten, denke ich mal. Ich werde im Anschluss noch die genaue Zeit sagen. So, der Biskuit ist jetzt fertig. Er war genau 40 Minuten im Backofen und sieht richtig gut aus. Ich lasse den jetzt in der Form auskühlen und morgen werde ich ihn dann weiterverarbeiten für einen Kuchen. So, den gebackenen Biskuitboden habe ich jetzt über Nacht einfach in der Form kopfüber stehen lassen. So, in dieser Form. Der ist jetzt komplett ausgekühlt. Jetzt kann ich ihn von der Backform trennen. Probiert diesen Biskuitboden unbedingt mal aus. Er ist einfach zu machen, weil man die Eier nicht trennen muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.